Hallo Steinewelt, hier ist der Steinrabe mit meinem 66. Stadtupdate. Heute werden wir an zwei Stellen weitermachen. Das eine ist hier vor der Stadtmauer, da wo jetzt noch die Figuren liegen, die kommen alle weg. Und dann werden wir hier ein bisschen den Bambuswald weiterbauen. Auch mit den Köpfen habe ich mich beschäftigt. Ich habe mal geschaut, was für verschiedene Köpfe ich habe, dazu später aber mehr. Und wir werden zum Palast gehen, dort haben wir schon lange nichts mehr gemacht. Und der zweite Stock vom linken Flügel muss auch mal gebaut werden. Da werden wir heute zumindest die Außenmauer schaffen. Hier seht ihr vorbereitet den Fußboden vom ersten Obergeschoss. Hinten seht ihr auch so eine kleine Lücke. Da kommt später die Treppe hoch, die vom ersten in den zweiten Stock hochführt. Ich denke, ich werde die Dimensionen von dem oberen Stockwerk auch so ein bisschen verändern. Nach außen kann ich ja nicht mehr, aber zumindest innen werde ich den Boden ein bisschen anders aufbauen. Da mache ich mir dann aber in einem der nächsten Videos mehr Gedanken dazu. Hier seht ihr das Skelett, die innere Wand. Auch beim Palast habe ich mich ja dazu entschieden, zumindest die Außenwand 2 Bricks breit zu machen. Und auch das sieht man hier wieder. Ich habe die Wand vorbereitet und jetzt können wir die Außenverkleidung machen. Dann haben wir für heute einen ziemlich guten Fortschritt an der Außenmauer. Ja, und hier nochmal im Detail, wo die Treppe hin soll. Hier kommt sie quasi von unten nach oben. Hier die Innenansicht von dem ersten Obergeschoss. Da ist jetzt auch nicht viel Neues. Man sieht auch wieder ein paar offene Noppen, da haben mir die Steine gefehlt. Auch hier wieder diese Gedichte an der Wand und an der Rückwand weiß ich noch nicht, was für ein Bild ich reinmachen soll. Auch das überlege ich mir später noch. Hier das Ganze von außen. Die ganzen Blumen, alles sind schon hingemacht. Die untere Fensterreihe, die mache ich nachher noch rein. Das seht ihr dann gleich. Hier habe ich das neue Stockwerk schon mal reingestellt. Lasst euch nicht von diesen hässlichen Säulen außen verwirren, das kommt auch noch bald. Aber zumindest die Mauer steht noch, die Bögen fehlen noch. Die unteren Fenster sind jetzt auch wieder drin, die ich eben gerade erwähnt hatte. Es fehlt nicht mehr viel, dann ist auch das erste Obergeschoss fertig, zumindest die Mauer außenrum. Hier nochmal der ganze Palast, der bisher steht in der Übersicht. In der Mitte ist noch ein Riesenloch, auch da muss ich mich ziemlich bald dran machen, denn da soll ein Tor hin, aber das wird nicht so riesig werden, wie es jetzt da offen ist. Ich habe auch noch keine Ahnung, was ich da machen soll. Das habe ich irgendwie bisher immer so ein bisschen vor mir hergeschoben. Schauen wir mal. Und hier quasi als Abschlussbild von diesem Part vom Video die Übersicht über den Palast nochmal. Kommen wir zu den Köpfen. Ich hatte ja schon vor 2 Videos angefragt, welche Köpfe ihr lieber mögt. Mir gefallen diese helleren besser, euch gefallen diese helleren besser. Jetzt habe ich mal geschaut, welche Köpfe ich habe. Leider, das seht ihr, habe ich circa 50 gleiche Köpfe, diese lange Schlange, die ihr hier seht. Und dann noch ein paar 10 Stück so aggressive Köpfe, die irgendwie gleich aussehen. Endlich mal ein paar unterschiedliche. 5 Stück mit Wendeköpfen, wobei ich brauche ja eh immer nur ein Gesicht, von daher ist es nicht schlimm. 3 Frauen und 2 fröhliche Köpfe. Und es ist ein bisschen frustrierend, weil ansonsten wäre in dieser Stadt nur schlechte Laune, jeder guckt grimmig. Also hier muss ich definitiv noch aufrüsten, bevor ich dran gehen kann, die Köpfe auszutauschen. Jetzt aber, was wollen wir heute noch machen? Vor der Stadtmauer steht ja schon ein Stück Land. Das will ich erweitern. Auch dieses Stück wird wieder 60 x 40 Noppen breit werden. Hier liegen einfach mal die Platten, damit ihr seht, so sind die Dimensionen. Und ich habe mal alles vorbereitet, was ich so brauche. Diese Technik-Bricks, um diese Milzplatte mit anderen Milzplatten zu verbinden. 2x2er-Bricks, 2x4er-Bricks und irgendwo versteckt habe ich auch noch 2x3er-Bricks gebraucht. Aber das war es eigentlich fast, was hier benutzt wurde. Wir sind fast fertig, es fehlt nur noch ein kleines Eck, das seht ihr gleich. Was ich euch aber zeigen wollte, bei der Milzplatte, die ich zuvor gemacht hatte, hatte ich noch einige größere grüne Platten. Die sind mir aber komplett ausgegangen. Jetzt musste ich diese komplette Fläche, oder fast die komplette Fläche, mit diesen grünen 2x4er-Blades füllen. War ein bisschen stressig, aber es hat am Schluss tatsächlich funktioniert. Und das Ergebnis seht ihr hier. Auch hier wird es am linken Rand, so nach links, ein bisschen abschüssig. Das wird so der Abgang Richtung Meer. Das kommt alles auf der linken Seite noch, da haben wir uns noch gar nicht mit beschäftigt. Und das hier ist die allerletzte grüne Plate, die ich übrig habe. Es ging fast auf, ich hatte wirklich Glück diesmal. Ich würde sagen, wir machen mal was, was wir schon lange nicht mehr gemacht haben. Wir schauen uns die Bekrönung von diesen beiden Milzplatten als Speedbild an. Hat was Meditatives oder sieht einfach nur cool aus, wie sich das Ganze so langsam füllt. Das Ganze hier war jetzt circa eine Stunde Arbeit, was ihr in 2 Minuten oder so seht. Als erstes kam so eine Grundierung mit gelben und anderen Blumen, einfach um Farbe reinzubringen, um ein paar andere Grüntöne reinzubringen. Danach stelle ich ein paar Büsche auf und auch 2 selber gemachte Büsche mit einer ziemlich coolen Bautechnik, ein paar Pflanzen und dann geht es auch schon los abzustecken, wie groß denn der Bambuswald oder welche Fläche der Bambuswald noch ausfüllen soll. Außenrum habe ich erstmal kleinere Bambuspflanzen gemacht mit helleren Tönen, um zu zeigen, das sind noch jüngere Pflanzen, die gerade wachsen. Innen drin wird es dann immer dunkler von den Farbtönen.
Jetzt aber erstmal hinten Bepflanzung, Bepflanzung, Bepflanzung. Ich weiß nicht, wie viel 100-200 von diesen Pflanzen vorbereitet, beziehungsweise von diesen Grashalmen, aber sie haben mir nicht gereicht. Das werdet ihr dann später sehen, das ist unglaublich. Während der Hintergrund sich füllt, habe ich gedacht, ich nutze mal die Zeit, um euch wieder zu aktivieren. Bisher habe ich auf diesen beiden Milzplatten nur Bambusbäume und Bepflanzung vorbereitet. Kann auch schön aussehen, aber dadurch, dass ich nicht unendlich viel Platz habe, will ich natürlich überall kleine Geschichten oder kleine Dinge zum Anschauen zeigen. Was meint ihr, was könnte man auf diesen beiden Milzplatten alles zeigen? Wir haben links die Bambusfäller, wir haben in der Mitte Panda-Bären, wir haben obendrauf die Referenz an House of the Flying Decker, wir haben diese alte Hütte, die so ein bisschen zusammengekracht ist mit diesen beiden Drachen als Easter Egg. Was kommt auf diese zwei Milzplatten? Schreibt mal unten in die Kommentare, was ihr hier vielleicht gerne sehen würdet, was ihr für gute Ideen habt, wie ich hier noch ein bisschen mehr nicht pflanzliches Leben reinkriege. Inzwischen habe ich alle Grashalme, die ich vorbereitet hatte, auf den beiden Milzplatten angebracht. Vor allem vorne und auf der linken Seite fehlt noch einiges. Hinten habe ich so ziemlich alles voll gemacht, einfach weil man hinten später schlechter drankommt. Die Grashalme hätte ich noch da, im Gegensatz zu den Bauteilen, um noch weitere Bambusbäume zu bauen. Da muss ich wieder einkaufen gehen, um diese riesenfreie Fläche, die in der Mitte sich noch befindet, auch noch zu füllen. Zwischendurch habt ihr auch gesehen, ich habe auch wieder das eine oder andere Tier untergebracht, vor allem Schmetterlinge, eine Eule und einen anderen Vogel. Die beiden Milzplatten sind damit so weit gefüllt, wie ich es heute vorhatte. Und dann würde ich sagen, gehen wir zum Outro. Und hier ist das zweite Abschlussbild von heute. Auch mit der Bepflanzung hier an dem Bambuswald sind wir fertig. Wie gesagt, lasst es mich wissen, was ihr meint, was man hier vielleicht noch anbringen könnte. Und wie immer mit diesem schönen Bild verabschiede ich mich von euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, kommentiert, haut raus, was YouTube euch zu bieten hat. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, bleibt gesund, euer Steinrabe.